So sieht heute unsere gesamte Minecraft-Welt aus. Egal ob Overworld, Nether oder End. In jedem einzelnen Chunk ist nur eine zufällige Platte übrig geblieben. Bedeutet, man kann doch schon ziemlich schnell ins Void fallen, aber das sollte heute lieber nicht passieren, denn ich möchte es schaffen, den Enderdrachen zu besiegen. Meint ihr, ich werde das Ganze heute schaffen? Schreibt es in die Kommentare, lasst einen Like da und abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Viel Spaß mit diesem Video. Es sieht relativ harmlos aus. Ich habe heute aber wieder mal eine ziemlich besondere Minecraft-Welt im Angebot, in welcher wir versuchen werden, das Spiel durchzuspielen. Falls es euch nicht auffallen sollte, ich bin mir ehrlich gesagt sehr sicher, dass es euch auffallen sollte. Unsere Minecraft-Welt ist wir haben eine in Scheiben angeordnete Minecraft-Welt. Das bedeutet, in jedem einzelnen Chunk stehe ich gerade auf Gravel und unter diesem... Ich gehe hier mal ganz schnell runter. In jedem einzelnen Chunk hat sich die eine einzige Platte, die Scheibe, die es gibt, auf einer zufälligen Y-Koordinate angeordnet. Und das ergibt am Ende dieses wunderbare Bild von Minecraft-Welt. Was ihr aber auch sehen könnt, ist, dass wir trotzdem irgendwie so eine Art Baumplatten haben. Wir haben trotzdem auch manche Strukturen. Grüße an Stegi, das ist keine Struktur, das ist eine Geode. Ich habe hier irgendwo in der Entfernung auch zum Beispiel, ich glaube, ich habe hier irgendwo auch einen Mineshaft gesehen. Ja, da hinten. Also wir haben teilweise, wow, auch ein paar Strukturen. Und definitiv eine ganz schön große Aktion vor uns, wie wir das hier genau hinbekommen wollen. Dass ich aber am Ende trotzdem versuchen werde, den Enderdrachen zu besiegen und Minecraft durchzuspielen, das wisst ihr. Und soll es meinetwegen Stunden, Tage, aber bitte auch keine Wochen dauern, dass wir das Ganze schaffen. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr ein Like da lassen könntet. Abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und vielleicht wisst ihr ja noch, in was für Welten ich teilweise Minecraft noch durchspielen kann. Ich würde jetzt erstmal zum Beginn sagen, ja, wir müssen irgendwie uns was einfallen lassen. Da unten haben wir Diamanten. Hier sogar relativ viele, ne? Da ist ja auch noch einer. Ich hätte, das ist hier auf jeden Fall eine Trap, wenn ich da einmal reinspringe, ich flutsch direkt runter. Also alles, was hier schwarz ist, ist by the way das Void. Wenn wir dort einmal runterspringen oder runterfallen, dann war es das auch. Ne? Wir spielen das Ganze by the way natürlich als Hardcore-Challenge. Das bedeutet, dass wenn wir einmal sterben, dann war es das. Wir haben hier auch ein bisschen Dirt. Ich bezweifle aber, dass ich den einsammeln werden kann. Okay, wir haben Gravel. Den werde ich aber noch weniger einsammeln können. Ich glaube aber, ein erster stabiler Move wäre der Sprung von hier dort rein und dann dort hochschwimmen. Ich würde aber trotzdem eigentlich, habe ich ein bisschen Glück und könnte vielleicht einen Dirtblock einsammeln. Guckt mal. Und jetzt, pass mal auf. Ja, hat super geklappt. Leute, ich sage euch ganz ehrlich, so viel haben wir ja auch noch nicht zu verlieren. Ja, das war dann erstmal der Adrenalinkick, den ich brauche. Wir haben damit erstmal die Möglichkeit, natürlich auf diese schon etwas angenehmere Platte zu gehen. Warte mal, bei aller Liebe, was ist denn die Wahrscheinlichkeit? Warum ist da ein Spawner? Wie geht das denn? Also vor allem, was für ein Spawner muss das sein? Okay. Also, wir haben es geschafft. Wir sind ein Stück weiter oben. Sieht auf jeden Fall fröhlicher hier aus, weil wir mehr von unserem Himmel an sich sehen. Wir sehen auch teilweise die Bäume in der Nähe und an diesen Bäumen wäre ich halt so krass interessiert. Wenn wir einen Sapling hätten und damit unendlich Holz bekommen könnten, wäre das schon sehr, sehr cool. Aber bis wir dort irgendwie rankommen, das ist noch eine Weile entfernt von uns. Was man halt aber machen könnte, ist, wir können halt durch diesen Wasserstrahl, so eine Art Aufzug, können wir von weiter unten das Dirt hier abbauen und ziemlich sicher garantiert die Dirtblöcke einsammeln. Oh, durch das Wasser, was hier so nachkommt, gehen sowieso keine Blöcke verloren. Das heißt, wir können erstmal ohne Probleme, also größtenteils, die Blöcke einsammeln.
sind dann hier schon nach sage und schreiben 7 Minuten bei einer zweistelligen Blockanzahl gelandet. Nee, wenn wir dann erstmal hier alles mitnehmen, dann sieht es doch erstmal gut aus. Wir können uns im Notfall auch einbauen vor Monstern. Boah, ich hätte jetzt gar keine Lust auf ein Skelett. Eine Spinne wäre schon cool. Denn dadurch könnten wir Strings bekommen. Und ihr wisst, in solchen Welten, in solchen Projekten, läuft das meistens darauf hinaus, dass ich mir Essen angel. Und da hinten ist ein Schwein. Ich würde sehr gerne zu diesem Schwein gehen. Aber da hinten sehe ich auch noch Grasblöcke schwebend in der Luft. Und übrigens, falls ihr euch fragt, wie sieht es eigentlich im Nether oder End aus? Selbstverständlich in den weiteren Dimensionen, in welchen es auf jeden Fall ein wenig schwieriger werden könnte, noch Minecraft zu spielen, sieht es übrigens genauso aus. Und ich möchte ehrlich nicht wissen, im Nether werden ja viele von diesen Platten ja auch einfach Lava sein. Das kann auf jeden Fall sehr, sehr interessant werden. Eine sehr, sehr nette Erfahrung, die wir dort auf jeden Fall noch sammeln werden. Bro, ich finde das so krass, wie viele Diamanten wir hier finden. Wieso sind denn so viele Platten hier mit Diamanten auch voll? Bro, wie viele? Also daran können wir uns auf jeden Fall gleich nochmal bedienen. Aber das wird bis dahin auf jeden Fall noch ein etwas längerer Weg, ein etwas anstrengender Weg, bis wir erstmal an Eisen überhaupt rankommen können. Bro, das ist halt ein halbes Adventure, hier einfach nur Dirtblöcke abzubauen. Wir nähern uns dem ersten Stack Blöcke. Ein Glückserlebnis nach 15 Minuten. Wir haben jetzt mehr oder weniger die Qual der Wahl, uns zu entscheiden, in welchen Chunk, auf welche Platte wir als nächstes gehen. Und das große, große Problem, das wir halt eben haben, wir brauchen Holz. Beziehungsweise nach oben zu kommen, also in die Weite ist sowieso schwierig, aber in die Weite plus nach oben kostet noch mehr Blöcke. Nach unten zu gehen und in die Weite zu gehen kostet uns nicht so viel, da wir uns nicht nach oben bauen müssen, sondern wir könnten halt teilweise einfach droppen. Das heißt, zum Beispiel wäre vielleicht für unser allererstes Holz ein Mineshaft gar keine so schlechte Idee. Also wenn man zum Beispiel sagt, das hier ist mein allererstes Ziel, damit kriege ich es auf jeden Fall hin, mit den 2 Cobwebs mir sogar eine Angel zu machen, plus eine Workbench und nochmal ein paar Sticks. Boah, ich möchte eigentlich... Eigentlich müssten wir uns noch ein kleines Zusatzziel setzen. In der 1x1-Welt, also wo wir unsere Stangenwelt hatten, da sind wir ehrlich gesagt gar nicht so viel rumgetravelt. Wir sind mehr im Nether getravelt und dann später bei der Suche nach dem Stronghold getravelt. Ich würde echt gerne in dieser Welt ein paar Strukturen finden. Mineshaft haben wir schon gesehen, der ist abgehakt, aber ich würde mich wirklich... Ich glaube, wir sollten heute mal wirklich uns als Ziel vornehmen, ein Dorf zu holen. Ein Dorf würde mich so sehr interessieren, weil die Wahrscheinlichkeit ist ja hier auch wesentlich höher als in der Stäbchenwelt, dass wir halt wirklich es schaffen, mit Villagern zu traden, weil die ja auch wirklich überlebt haben, weil die ja immer noch am Start sind. So, es wird Tag und ich bin noch am Dirt abbauen. Ich will selbst den letzten Rest hier. Es wird hier um jeden einzelnen Block gekämpft. Hallo Freunde, oh mein Gott, ich brauche euch unbedingt. Vor allem, dass ihr in einem Doppel da seid. Bro, ein bisschen Weizen, ein bisschen Farm und wir haben auf einmal nicht nur ein Bett, sondern auch eine unendliche Möglichkeit, Essen zu bekommen. Und wir müssen vielleicht uns heute nicht mit groß Angeln quälen. Also es ist halt die Frage, die, also... Oh, da wären Knochen von, gerade von einem Skelett, welches gestorben ist. Es bringt uns aber gar nichts. Solange wir kein Holz haben, können wir halt auch keinen Weizen anbauen. Dort hätten wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Holzblöcke. Das wäre schon ordentlich. Und vielleicht die Möglichkeit, sogar an den Zeppling zu kommen. Nur ich komme da halt auf jeden Fall nicht hin. Es sei denn, pass mal auf, wir farmen einfach noch mehr Dirt. Boah, das ist aber auch nochmal eine große Ladung Blöcke. Ja, komm, jeder einzelne Dirtblock, der sich entscheidet, in meinem Team zu joinen, ist ein guter Dirtblock. Ihr werdet gut und sinnvoll benutzt. Ich habe Gründe, weswegen ich euch brauche. Danke, 50 Stück. Ja, das war's. Damit können wir jetzt unser erstes Haus bauen und dann sind wir fertig. Nee, natürlich nicht. Ich muss mich jetzt halt wirklich, ich muss jetzt hier ganz genau berechnen, was ist das Schlauste, was wir machen können. Ich glaube, am schlauesten ist das jetzt erstmal auf eine hohe Plattform zu kommen, damit man die beste Ausgangslage von oben hat. Also wir könnten halt basically das Wasser ja auch leiten. Wir können generell mit sowas arbeiten. Das Wasser bietet uns jetzt die Möglichkeit, auf diese Plattform zu gehen. Ja, da könnten wir halt super neue, tolle Ressourcen farmen. Also ich sag euch ehrlich, die nächstgelegenen Leaves wären diese. Aber Leute, guckt euch das doch mal an. Also das sieht halt jetzt nicht gerade nach dem, also das sieht jetzt nicht so danach aus, als ob das halt super viele sind. Aber ich sag euch ehrlich, ne? Wir kommen von hier zu dieser Plattform, von dieser Plattform nach da, von dort nach da und dort haben wir auf jeden Fall neue Blöcke. Ich glaube, das ist der sinnvollste Weg, den wir einschlagen können. Okay, super. Dass ich jetzt nach 24 Minuten weiß, was, aua, eventuell die beste Entscheidung, die beste Idee sein könnte, müsste. Dazu müssen wir ein paar Blöcke investieren. Nehmen hier nochmal. Ey, warum?
Okay, pass auf. Ja, ey, das kann halt passieren, okay? Es kann halt super schnell passieren, wenn du zu nah an der Kante bei einem Block bist und du willst halt unbedingt den bekommen. Man kann halt eben auch schnell fallen. Wir haben daraus gelernt, ich habe daraus gelernt und man muss auf jeden Fall in einer Welt sehr, sehr, sehr vorsichtig sein, die halt sehr viele Risiken mit sich bringt. Es ist eben mit dem Void nicht zu spaßen. Dafür haben wir diese wunderbar neu generierte Welt. Und wenn wir uns das Ganze ein bisschen genauer angucken, sehen wir Platten. Scheiben. Und ich werde meinen 50 Dirt, die ich davor hatte, jetzt nicht hinterher weinen. Wir werden schnell wieder auf den alten Stand kommen. Müssen uns aber dafür erstmal ein bisschen was überlegen. Denn Bäume, ja, also haben wir, aber die sind halt jetzt ein bisschen weiter weg. Wir haben aber eine Platte, die habe ich hier gerade schon gesehen. Und zwar unsere ersten Startblöcke, die könnten wir uns eigentlich relativ stabil ranholen, weil hier gibt es neben Stone, Lapis Lazuli und Diorite nicht viel zu holen. Hier hätten wir auf jeden Fall die Möglichkeit, direkt an ein paar Blöcke zu kommen. Und deswegen nehmen wir den ersten Schaden in Kauf. Ist nicht so schlimm, müssen uns jetzt aber darum kümmern. Jeden einzelnen Block, den wir hier ranbekommen können, ist ultra viel wert. Das Problem ist, es wird wahrscheinlich von dieser Fläche vielleicht sogar mehr als die Hälfte hinunterfallen. Es sei denn, wir haben ein bisschen Glück. Es ist super glückabhängig, ob die Blöcke so runterfallen, wie wir uns das vorstellen. Und nebenbei müssen wir auch noch aufpassen, dass wir nicht zu nah an der Kante stehen, weil ansonsten passiert das, was wir in der letzten Welt erlebt haben. Wenn es eben keine Kante mehr außenrum gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen größer, dass die einfach fallen. Weil jetzt stößt er hier zum Beispiel an der Kante von diesem Block. Es interessiert legit niemanden, was ich hier erzähle. Aber bitte, ich habe gerade volle Konzentration beim Dirt-Farmen. Okay, wir müssen auf jeden Fall auf diese Plattform runter. Aber dann kommen wir auf jeden Fall nicht mehr wieder hier hoch. Aber drei Blöcke ist es wert. Noch ein bisschen mehr Schaden. Unser Hunger geht weiter runter. 8 Herzen, 8,5 Hungerkeulen. Ja, aber dafür 14 Dirtblöcke. Juhu. Gut, wir müssen jetzt gucken. Wir brauchen Essen, wir brauchen Holz. Dort wäre Holz mit ein paar schwebenden Birkenblöcken. Aber die aktuelle Ausgangslage sieht nicht so gut aus. Ich würde natürlich auch in Erwägung ziehen, Slimes zu töten, um mir Blöcke zu machen. Aber dafür bräuchte ich halt erstmal ein Crafting Table. Denn du kannst Slime nicht im 2x2 machen, sondern du musst dafür 9 Stück im 3x3 für einen Block zusammen craften. Deswegen sieht das hier momentan noch ein bisschen kompliziert aus. Und ich will eigentlich gar nicht so weit runtergehen. Dort vorne haben wir einen schwebenden Mineshaft. Auch sehr interessant. Es gibt eben auch die Möglichkeit, dort unten Holz zu holen. Da unten haben wir einen Spawner. Kommt halt drauf an, was das für ein Spawner ist, ne? Ey, das ist so tough. Ich bin am Überlegen. Es muss doch irgendeine Möglichkeit, eine Lösung muss es geben. Mit 15 Dirtblöcken kann man schon ein bisschen was anfangen. Welcher ist der schlauste Weg, der eingeschlagen werden kann? Oh mein Gott. Das Wasserstück könnte eventuell die Lösung sein. Wir brauchen aber 5 Blöcke, um hier hochzukommen. Dann nochmal 5. Und von dort rüber. Das ist zu wenig. Ey, ich sag euch ehrlich, im absoluten Notfall. Also ich sehe gerade leider nicht direkt eine Möglichkeit. Aber eine Lösung könnte er sein. Ich weiß nicht, ob die Distanz ausreicht. Aber ich möchte jetzt nicht einfach aufgeben. Es gibt immer irgendwie eine Möglichkeit, eine Lösung zu finden. Und wenn ich jetzt einfach Ewigkeiten warten muss, bis ein Enderman... Ja, er ist leider zu weit weg. Wenn wir aber einen Enderman vielleicht bekommen könnten, der mehr in unserer Nähe steht, dann schaffen wir es auf jeden Fall von hier auch weg. Aber das bedeutet für uns jetzt erstmal warten. Vielleicht ein bisschen lange warten. Der Enderman. Ja. Also wenn der sich jetzt zu mir teleportiert, der ist halt, weiß ich nicht, 200 Blöcke von mir entfernt. Würde mich sehr wundern, dass er das jetzt registriert. Aber es gibt eine Möglichkeit. Es gibt eine Möglichkeit, dass wir auf jeden Fall mit einer Enderperle... wenn er denn eine droppen sollte, uns auf jeden Fall zu einer neuen Plattform rüber teleportieren könnten. Oder, ey, können die ranken vielleicht? Bro. Also, wenn die unendlich runterwachsen könnten, wäre cool. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, aber rein theoretisch mit Zeit ginge das. Also generell, mit Zeit als Faktor kommen wir hier voran. Wir gehen mal ganz kurz aus, nur mal zum Gucken. Die Blöcke kann ich auf jeden Fall dann wieder abbauen. Also, ich meine, eigene Möglichkeit wäre, wir gehen jetzt in der nächsten Nacht diese Plattform hier hoch und hoffen, dass auf dieser, auf die wir ja ohne Probleme kommen, Monster spawnen.
Gehen wir nochmal auf diese Plattform, direkt nach hinten. Und eventuell haben wir jetzt in der zweiten Nacht das große Glück, hier einen Enderman in unserer Nähe spawnen zu lassen. Weil das Problem ist halt, ich habe halt so Angst davor, wenn ich mich jetzt da an den Dirt-Dingern runterbaue, dass da ein einziger Block dabei ist, der dann runterfällt. Dann haben wir so ein extremes Minusgeschäft. Man, generell hätten wir halt so viel besser Dirt farmen können. Hätten wir vielleicht nur 5 Blöcke mehr bekommen, dann würden wir es auf jeden Fall schaffen, uns halt zu einer neuen Plattform rüberzubauen. Momentan sind wir halt super stuck. So, alle Blöcke haben wir. So, hallo Spinne. Willst du hier hochkommen? Oh nein, Spinne, du bist nicht doof, oder? Du bist schlau, 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 schlau. Nicht zu viel Damage nehmen. Noch nie so angespannt gewesen. Das verbraucht leider super viel Hunger. Aber wir haben unseren ersten String. 7 Herzen, ein Hit habe ich kassiert. Können aber das ganze Spiel nochmal machen. Gehen hier wieder auf die Kante und warten, dass dort vielleicht die nächste Kreatur spawnt. In dem Fall vielleicht sogar mal ein Zombie? Nee. Nee. Das ist nicht dein Ernst. Aber ich meine, Wandering Trader bringt mir halt leider auch, also, ja, Leinen. Hm, cool. Ich habe keine Emeralds zum Traden, ansonsten könnt ihr mir halt ein Sapling geben. Also, die nächste Nacht bricht an. Wir machen es Stück für Stück weiter. Ab jetzt können Phantome spawnen, aber mit unserer Anzahl von Blöcken, damit haben wir die super-duper Vorrichtung gegen Phantome. Aber, ja, wir müssen jetzt halt hoffen, dass da unten wieder was spawnt. Sollten wir vielleicht noch weitere Strings bekommen? Sind das weitere Blöcke, mit denen wir uns irgendwie rüberbauen können? Vielleicht kriegen wir einen Zombie, vielleicht ein Skelett, irgendetwas, das uns vielleicht was bringt. Stück für Stück. Das ist der Grind. Ist mir so egal. Ich stehe hier mit 50 Minuten Spielzeit in dieser Welt, habe 2 Dirt und einen String, hab Hunger und 7 Herzen. Ist mir vollkommen egal. Wir müssen für den Grind auch wirklich grinden. Also, wir haben in dieser Nacht leider nichts dazu bekommen. Nichts. Nichts. Es ist einmal eine Spinne gespawnt. Die ist aber wieder despawned. Wäre cool gewesen, aber so langsam, ja, ich entwickle jetzt auch das Gefühl nach einer Stunde, dass wir schon irgendwie mal was machen müssten. Ja, aber die Ranken, sie wachsen, alright? Sie wachsen. Also zur Erklärung. Ich bin, by the way, am Warten mal wieder, dass dort eventuell auf unserer Mob-Farm-Fläche dort unten eventuell eine Spinne spawnt oder ein Zombie oder irgendwas. Und eigentlich war geplant, ich habe diese Challenge um 11 Uhr vormittags gestartet und wollte eigentlich mit Stegi spielen. Stegi hatte zu dem Zeitpunkt noch geschlafen. Stegi hat mich, als ich ihn angerufen habe, weggedrückt. Und eigentlich wollte ich das Ganze zusammen mit ihm spielen. Wir können ja Stegi fragen, ob er eventuell unseren Run joinen möchte. Es ist mittlerweile übrigens 14 Uhr. Also ich denke, er sollte wach sein. Alles klar, perfekt, gut. Vielleicht wird der nächste Cut sein, wie Stege dann doch auf einmal hier ist. Aber die Challenge würde zu zweit, glaube ich, auch Spaß machen. Oh, 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 oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Bro, was ist denn jetzt auf einmal hier los? Warum seid ihr alle am Start? Bro, 3 Endermen, die in Reichweite sind und Zombie. Oh nein. Okay, wir müssen das jetzt ganz clever spielen. Ganz clever. Und einerseits auch noch Frau Phantom aufpassen. Bro, wenn ihr mir eine Kartoffel, Karotte, Kartoffel, Karotte, Kartoffel, Karotte, Kartoffel, Karotte. Es geht vor, Leute. 1 Stunde, 40 Minuten. Nein, 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 nein! Wo sind sie? Ich guck einmal nicht hin. Bro, das hätte Safe Call gereicht. Das wäre unsere Möglichkeit gewesen, endlich hier wegzukommen. Aber es ist möglich. Ich bleibe in dieser Welt. Ich bleibe hier drin und warte, bis ich irgendwie an eine Enderperle komme. Es ist mir so egal. Ich gebe diesen Run nicht auf. Bro, ich brauche so dringend Rotten Flash. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wir haben einen Knochen. Wir haben 3 Rotten Flash. Was will man mehr? Es ist ein Traum. Oh mein Gott, kein Hunger? Ja doch, jetzt schon. Ich habe ihn vor 3,5 Stunden angerufen. Mal sehen, ob er jetzt Zeit hätte. Guten Morgen! Ich brauche eigentlich nur ein Ja oder ein Nein. Du kannst ein Ja haben, das können wir gerne machen. Aber ich sag dir so, ich habe gerade meinen ersten Durchbruch jetzt gehabt in der Challenge. Deswegen, du wirst den richtigen Grind gar nicht mehr erleben. Welche, was war der Durchbruch? Deine Knochen, dein Zombiefleisch und dein String? Hä? Jetzt... ja, vielleicht, aber ist ja auch egal. Es wird Spaß machen. Wir beide werden das dann... Du wirst mir helfen, sagst du? Ja, das kann ich machen. Ja, na klar. Okay, Leute, ganz kurz. Das Projekt da drüben entwickelt sich gerade in eine ehrlich stabile Richtung, ne? Dass das aber dann nur ein einzelner Holzblock ist, wissen wir, ne?
wäre halt ein Crafting Table. Dann könnten wir uns Slime Blöcke machen. Juhu. Oh. Ey, Bro, als ob. Ignorier mich doch nicht. Komm bitte hier hoch, ich brauche das. Ich brauche das, Enderperle, Mann. Ich guck mal, vielleicht ist ja jetzt was anderes schon gespawnt. Ey, wo bin ich denn hier? Einen Tag Verspätung hat es Stegi auch geschafft, in die wunderbare Challenge zu joinen. Stegi, hast du gut geschlafen? Ja, schon, doch. Und ich bin momentan seit 2 Stunden schon am Grinden hier. Und eigentlich war der Grind gemeinsam mit dir geplant. Ich kann dir auch stolz berichten, ich habe, halte dich fest, diese 3 Sachen momentan am Start. Unsere 3 Freunde. Mehr oder weniger. Ich muss dir aber auch ehrlich sagen, es sieht momentan nicht so gut aus. Ich bin an einem Punkt angekommen. Ich hoffe irgendwie auf einen Enderman. Ich brauche Enderperlen, um hier wegzukommen. Es gibt momentan meines Erachtens keine Möglichkeit, irgendwie an eine neue, weitere Plattform zu kommen, die mir halt irgendwie weiterhelfen kann, dass ich an Holz, an mehr Essen oder an irgendetwas anderes rankommen kann. Weil, du kannst dich gerne hier umgucken. Diese 3 Platten, die gehören mir sozusagen. Okay. Der limitierte Fläche, auf der wir wohnen gerade. Ja. Aber du hast viele Treppen schon gebaut. Ich habe schon ein paar Treppen gebaut. Und falls du... ich habe gerade gedacht, du fällst runter, ne? Also bitte fall jetzt nicht runter. Na klar. Falls es dir auffällt, ich habe auch schon ein Ziel gesichtet, welches uns eventuell ein bisschen weiterhelfen könnte in Richtung Südosten. Ich sag so viel, da ich schon 2 Stunden hier warte und die Chunks lade, wächst dort hinten dieser Baum. Langsam, aber sicher. Also die Lianen wachsen. Und das ist tatsächlich auch nur ein einzelner Baumstamm. Das heißt, das ist an sich auch nur ein Crafting Table und noch keine Spitzhacke oder irgendwas anderes. Was ist denn jetzt erstmal deine erste fachmännische Einschätzung zu der gesamten Situation, in der wir uns befinden? Sackgasse bis jetzt. Wir müssen sehr lange warten, ja, bis wir hier irgendwie weiterkommen. Aber jetzt wird es ja erstmal Nacht, Stegi, und das heißt für uns beide, wir gehen mal beide hier in die Ecke und hoffen, dass, wenn das Mobcap jetzt gefüllt wird, dass das auf jeden Fall uns in die Karten spielt, dass keine Phantome jetzt kommen, weil es sollten eigentlich keine Phantome kommen. Und dann werden wir mal beobachten, ob wir vielleicht spinnen. Ein Creeper wäre auch interessant. Würdest du dir zutrauen, wenn da ein Creeper spawnt, mit dem halt ein bisschen Cobblestone zu farmen? Oh, Mais wird halt wieder runterfallen, ne? Ja, oder? Das ist, ja, wahrscheinlich. Aber es gäbe halt schon die Möglichkeit irgendwie. Oh, Stegi, guck mal hier, die Enderman. Die müssen reichen eigentlich, oder? Oh, das reicht locker. Ja, ja, 100 pro. Bro, ich baue mich jetzt 3 Blöcke hoch, oder? Nicht hier. Nein. Wir gehen rüber da. Eins runter noch. Tu. Er ist aggro. Sie sind aggro. Oh mein Gott, die kommen. Die müssen kommen. Aber die sind jetzt gerade am Chunk in Richtung Westen anscheinend stuck. Die kommen hier nicht hoch. Ach, Mann. Das war, ich glaube, sind die vielleicht sogar... Ich weiß gar nicht, wie die AI dann von denen funktioniert. Ob die dann ins Void laufen? Ich kann mir schon vorstellen. Also, der eine war auch ganz, ganz unten gerade. Also, auf der ganz unteren Plattform hier. Ich glaube, dann war der zwar noch aggro, aber wusste nicht, wo du bist so richtig, glaube ich. Enderman, komm hoch. Ich baue mich hier, okay? Ja. Er guckt. Er kommt. Hat Agro. Komm, Bro, du schaffst das. Komm hier rüber. Du kannst dich teleportieren. Ich mach wieder einen zweiten. Oh mein Gott, Jiggy. Er kommt erst wieder. Ja. Ja, ich werde diese Nacht auf jeden Fall nicht noch irgendwann runtergehen. Okay, unter uns ist er? Nein, jetzt ist er ganz runter. Guck mal, jetzt müssen wir gucken, was passiert. Er ist ganz, ganz, ganz unten von eben. Ey, Bro, steh, unsere Lianen, die wachsen richtig geil rein, ne? Ich bin ein bisschen in Love mit denen. Ja, ey, ohne die hätten wir, glaube ich, resettet auch. Also ohne die wäre es ohne die hätte ich jetzt nicht so viel Hoffnung, weil Enderman-mäßig läuft es noch nicht so gut. Stegi, wir haben Besuch. Spinne. Oh. Spinne unten auf Plattform 1. Ich weiß, wir wissen nicht, ob sie es schafft, ne? Oh, nee, ja, true. Letztes Mal ist sie so hochgegangen, als sie noch so ein Dings hatte. Oh. Runter. Nee, okay, sie ist noch da. Jetzt fällt sie. Wir hätten direkt runter müssen. Aber wir hätten sofort beide hin müssen und dann hätten wir die so tag-teamen können. Ich hätte schon eher gedacht. Unten. Was? Baba Enderman da unten. Wir müssen auf die Plattform runter. Aber die Spinne blockt. Was machen wir? Wir beeilen uns und klatschen die Spinne. Wir müssen es zusammen machen. Oh. Oh, du musst echt aufpassen, die nicht auf mich schleudern, ne? Ja. Das war so unsatisfying. Ja, das war wirklich gar nichts. Und wenn jetzt der Enderman weg ist, dann schreie ich, ne? Okay, er ist noch da. Komm her, Junge. Komm her, bitte. Komm her, bitte, ich muss ihn... Weit unten. Er ist jetzt weit unten auf jeden Fall, aber es könnte noch reichen. Mann, wie viele Endermen denn noch? Oh.
Meinst du, ich hätte das Dach machen sollen? Ich weiß es nicht so. Aber dann bin ich ja auch nur 3 Blöcke tiefer, weißt du? Stehe, wir haben ein Skelett, ne? Oh, aber wie wollen wir das killen? Chokepointen. Ich zeig dir wie. Oh Gott. Schön. Oh Gott. Er läuft immer wieder auf zu mir und du musst ihn immer wieder runterboxen, okay? Gut. Geil. Oh, wir Knochen! Knochen können aber echt später noch sehr wichtig sein. Ja. Jetzt haben wir schon 3 Stück. Digga. Oh, Gewitter ab. Kurze Analyse. Da hinten ist ein Blitz eingeschlagen. Ich habe, by the way, schon hier auf dieser Map einen Wandering Trader getroffen. Ja, ein Gewitter. Skelettpferde. Müssten wir halt aufpassen. Das wäre halt sehr gefährlich. Die würden uns halt sehr wahrscheinlich töten. Regen ist echt ganz, ganz schlecht. Guck mal, da hinten sind sogar Skelettpferde. Hast du gesehen? Warte, nein. Niemals. Doch. Nein, wirklich jetzt. Bro, du laberst. Nein, komm hoch. Digga, du hast recht. Das ist ein Witz, ne? Digga, das ist ein Charge. Niemals. Oh, stimmt! Bro, das ist... Alter! Ich hab den, glaube ich, fast noch nie Vanilla einfach so gesehen. Das ist auch super, super unwahrscheinlich, dass ein Creeper genau dort steht, wo er den Blitz einschlägt. Aber Charge ist nicht eine Eigenschaft, dass er jetzt für immer bleibt. Leider nicht. Enderman! Oh mein Gott, Enderman! Gut! Echt guter jetzt? Enderman! Oben! Okay! Richtig gut! Stegi, okay. Ich muss es tun! Schnell! Ich bin gleich da! Letzte Treppe! Und ich bin da. Ja. Ja, nein. Nein, ich hab ihn doch gehauen. Ich hab gedacht, das wär's. Er war näher geht nicht. Ja, ich glaube, seine Eigenschaft ist einfach einmal, sich nochmal wegzuporten. Und wenn die dann zu weit weg ist, dann RIP wahrscheinlich. Ey, oh mein Gott, ich hab gedacht, das ist Hast du gesehen, es. Dass der... Moment, sind das die du vorhin gesehen hast? Nee, oh, Digga, halt. Tja, da ist mal wieder einer gespawnt. Nach dem Charge Creeper Skelettpferd, der zweite Wandering Trader in unter 4 Stunden. Gut, Stegi, jetzt Berechnung. Wir wollen 4 Stunden. Wir wollen uns jetzt hier rüberbauen. Die Lianen sind krass gewachsen. Wir warten und warten. Es passiert relativ wenig. Im Livestream beschweren sich alle, dass es ultra langweilig ist. Ja, ist okay. Wir müssen jetzt überlegen, wie wir den ersten Block effizient setzen. Wir haben insgesamt 15 Dirtblöcke und wahrscheinlich eine Distanz von 16 Blöcken bis dort rüber. Ich glaube, ich weiß, wie wir das machen. Hier einen Block. Ja. Dann machen wir nach oben. Hier ja, genau. Hier drauf jetzt einfach. Dann einen hier dran und dann bauen wir dann, den wieder ab. Genau, wir bauen diesen ab und selbst den wir hier dran machen, selbst den bauen wir ab, weil wir eins weiter dann drauf springen, glaube ich. Aber ich will einfach nur so, ich will nur... Oh Gott! Der ist ja machbar, oder? Bro, der ist aber, es fühlt sich ganz anders an, wenn du den über den Void machst. So ganz das anders. Das ist der Punkt. Den haben wir schon millionenmal gemacht. Aber, Digga. Jetzt darfst du. Mal sicher war der. Und let's go. Okay, ich baue jetzt wieder vor mir ab. Und den, auf dem ich stehe, den lasse ich jetzt einfach da stehen. Genau. Und die werden wir auch später nochmal benutzen können, um sogar noch zu traveln. Jetzt sprengen, warte. Boah, der war knapp bei dir. Ja. Okay. Wir kommen der ganzen Sache schon etwas näher. Ich glaube echt, das ist die perfekte Lösung, wie wir es jetzt haben. Ja, ich glaube, es geht nicht besser. Also, wir lassen zwar was zurück, aber wir sammeln halt viel, viel besser Blöcke und, ein. Ja, und wir können ja da wieder zurück auch. Also, weißt ja, du, eben. Das ist jetzt... Die sind ja nicht verloren, die sind nicht aus der Welt. Ich sag dir ehrlich, soll ich mal machen? Oh, Stegi, du kannst halt nicht sprinten, aber du hast es vorhin geübt ohne Sprint. Wenn du fällst, Stegi, Leertaste gedrückt halten, sofort und du machst den Sneak Energy. Nee, du machst den Sprung gleich. Komm her, warte. Ich baue hier rüber, Digga. Scheiß drauf. Ey. Du darfst den machen, Digga. Scheiß drauf. Trotzdem mal diese Blöcke. Bro, wir kriegen doch viel mehr aus diesen Blöcken heraus, wenn wir jetzt die von unten abbauen. Ja, das können wir dann ja, glaube ich, machen. Wenn du jetzt den Block, den du jetzt abbaust, den musst du sowieso abbauen. Also den können wir eh abbauen. Okay, dann ich baue jetzt mal hier ab, ja? Ja. Stell dich mal so, dass du im Notfall... Also ich weiß nicht, ob ich den jetzt bekomme, ne, wenn ich den jetzt eh abbaue, aber ich... Ich glaube, er wird schwierig sogar. Sehr gut. Wichtiger Block. Richtig gut. Ich glaube, mehr würde ich nicht abbauen, oder? Jetzt so. Also wie viele Blöcke hast du jetzt? Einen nur. Ich habe 9. Also wir haben jetzt 5 Blöcke verbraucht, um jetzt hier rüber zu kommen. Aber da hinten ist noch mehr Dirt, ne? Ja. Ich
komm jetzt mal hier, Bro. Ich zitter. Ja, ja. Dann lass uns mal unser neues Zuhause erstmal ein bisschen begutachten. Wir haben Eisen theoretisch. Jawohl. Sogar drei. Wir haben Lapis. Und wir haben halt auch Gravel, ne? Und wir kommen auf jeden Fall auch auf diese Plattform. Pass hier bitte auf mit, ne? Boah, ja, ja, krass. Aber bei aller Liebe, wir kommen auf jeden Fall mit unseren Blöcken, die wir jetzt haben, und die, die wir jetzt noch farmen könnten, kommen wir darüber. Also zu der Ranke. Boah, Bro, also dass wir das jetzt gerade geschafft haben, es fühlt sich an, als hätten wir irgendwie so einen riesen Erfolg, aber wir sind halt literally einfach nur eine Insel weitergewandert. Wichtig. Boah, der war schön. Ey, oh, Stiggy! Oh, what? Nee, willst du nicht lieber zu ihm direkt laufen? Weißt du, dass du direkt bei ihm stehst quasi? Ja, 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 mach ich. So, dass er nicht mehr abhauen muss. Hier oben steht einfach so. Jungs, ich habe auf euch gewartet. Bro, wir können so einiges machen. Wir könnten ihn auch einbauen, oder? Mhm. Oder wir können warten, bis er einen Block nimmt. Bro, aber nee, ich hab zu viel Respekt dafür. Ja, ja. Soll ich mich einfach hochbauen? Das ist das Sicherste jetzt eigentlich. Ja, kannst du machen. Aber so, dass du ihn sogar von dort schlagen kannst, oder nicht? Ja, ja. Komm bitte. Jawohl. Stegi. Jawohl. 4 Stunden 40 Minuten. Wenn er jetzt nicht droppt, Stegi. Ja, das ist halt nochmal. Oh Gott. Okay, das war schon. Er kommt noch, der kommt nochmal. Digga, Mann! Nein! Das ist nicht sein Ernst, ne? Oh, und unter uns ist er. Ja, es ist vielleicht zu weit weg. Vielleicht zu weit weg. Ey, Bro, ich kann das nicht. Das kann nicht mehr. Sein. Ich kann das nicht mehr, ne? Digga, Stegi, was passiert hier? Oh, also das ist was? Direkt. Alter, was? Was passiert hier? Er ist einfach abgestürzt. Aber wir haben jetzt auch, man kann sie halt auch anleihen. Wenn du willst, setz dich drauf und dann schwinge ich sie runter. Und dann kannst du dich da... Oh, let's go. Nee, das machen wir nicht. Aber Leinen können halt ein sehr praktisches Item sein auch noch. Aber jetzt sind wir nicht mehr so alleine hier, was so schön ist. Wir haben jetzt endlich so ein bisschen hier... Oh, ein bisschen Begleitung hier. Ein Besuch. Ob die auch gerade Minecraft durchspielen, man weiß es nicht. Wollen wir uns dort rüber bewegen? Wir können schon mal den Steg rüber bauen, ja. Na, 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 na. Ich glaube, das ist beim Zuschauen nicht so Adrenalinkick, Leute, wie beim selber spielen. Also ihr könnt euch das gerade nicht vorstellen. Das ist schon wieder so dieser Moment, wo du so denkst, was passiert eigentlich, wenn ich meinen kleinen Finger so persönlich loslasse vom Sneak? Das ist so dieses, wo so dieses komplett herkömmliche Alltägliche so schwierig wird. Sehr, sehr, sehr nah was. Wir sind ultra nah. Mir gefällt das. Aber dass das jetzt am Ende wirklich darauf hinausläuft, dass wir über die Leinen dort hochklettern. Ja, dort oben werden, by the way, Phantoms kommen können. Und wir haben lange nicht geschlafen. Ja, ja. Na dann, willst du vor? Ich würde sagen, wir gehen nicht hoch. Es ist Nacht und wenn du sagst, oben kommen Phantoms, weißt du, dann... Dann warten wir bis Tag ist. Du hast vollkommen recht. Dann bleiben wir jetzt super angespannt hier drauf stehen, meinst du? Ja. By the way, auch nochmal an die YouTube-Zuschauer, falls ihr euch wundert und hier immer wieder Spawner seht. Die Spawner sind falsch geladen, also da sollten normalerweise keine sein. Stegi, unsere Lamas haben eine kleine Party. Ja, aber zum Glück kennen diese ganzen Mobs dort unsere Taktik nicht, unsere Sprungtaktik. Das checken die nicht, weißt du? Voll, so ein Skelett würde ja auch safe vorher erstmal einen Jump'n'Run machen, bevor es einfach mit dem Bogen schießt. Stegi, du hast im Notfall hast du 10 Herzen, ne? Ja. Ich würde sagen, dass du als erstes hier vorgehst und wenn du fallen solltest, fällst du einfach in meine Arme. Okay. Easy. Wenn du mir versprichst, dass du dann deine Arme öffnest und mich fängst, dann machen wir das. Digga, dein Stuhl kann ich schon nicht mehr halten, nee. Ich dachte, du fängst dich auch IRL, also gerade deswegen. Oh mein Gott, let's go. Du bist der Beste, Stegi. Okay. Kannst du auf den Holzblock? Ja. Dann geh rauf. Bin da. Kommst du von dort auf die Fläche gesprungen? Nee, ich könnte einen Block setzen und dann habe ich aber noch einen 2-Block-Sprung leider. Nein! Okay, ist doch ganz schlecht. Ich dachte, dass man an dieses Gras, oh Gott, dass man an das Gras einen Block setzen kann. Aber ich wusste nicht, dass das Gras kaputt geht und statt dem Gras dann ein Block da ist, verstehst du? Soll ich von unten da rankommen und unter diesem Block, den du platziert hast, einen Block ranplacen, dass wir sowieso eine Plattform unten darunter haben? Ja, wenn du möchtest. Also wir haben hier eh genug Platz, weiß ich. Ich komme da nicht ran. Doch, komm ich. Und du, ja, genau. Digga, ich fühle mich so hardcore unwohl hier. Ne? Also das ist ja... Echt? Naja, ich hänge hier. Soll ich da noch einen Block platzieren? Ja, mach ich. Wie du willst. Wenn du... Ja, okay, jetzt springe ich rüber, okay? Ja.
Okay, Alter. Stegi, unser neues Leben. Er ist so grün einfach, ne? Bro, es ist ein absoluter Traum. Boah, ist echt schön hier. Das ist schön. Ich mache jetzt mal ganz kurz, Stegi, ich mache jetzt mal das Experiment. Solange wir hier noch eine Grasfläche haben, guck mal. Sicher. Ich glaube, dass es jetzt nicht verkehrt ist, jetzt schon mal einen Seed zu holen, oder? Ja. Den habe ich jetzt schon. Also einen Boom, den habe ich dafür verbraucht. Ja, das stimmt. Das juckt sowieso. Also, wir haben uns eine Taktik überlegt, wie wir effizient viele Blöcke bekommen können. Ein Block platziert. Drei Blöcke bekommen. Einen Block platzieren, drei Blöcke bekommen. Das macht, also, das ergibt Sinn, oder? Also, erste Linie, Stegi, was sagst du? Das sieht doch gut aus. Das ist geil. Ich komme mir so ein bisschen vor, als würde ich so eine Pizza ohne Rand essen. Meinst du, Leute auf YouTube finden es jetzt gerade echt cool, dass wir 5,5 Stunden für das hier grinden? Oder sagen sie so, hä, wie unnötig, jetzt so einfach nach einem besseren Seed gesucht? Nein, die lieben das, weil die es ja in kurz, ganz kurz sehen, weißt du? Also die lieben das, wenn die Zahl einfach höher geht. Obwohl sie natürlich keinen Nachteil haben oder keinen Vorteil haben. So einfach die Zahl hoch, wissen dann, krass, der hat gearbeitet dafür. Das ist geil. Glaubst du, es gibt Leute, die noch kein Like da gelassen haben? Nein, was? Ich glaube, jeder hat geliked. Du lässt mich auch gerade ein bisschen die Arbeit hier machen, ne? Also. Ja, ich guck gerade zu. Ja, 5. Alter. Digga, ist das krass. Ich gehe da nie wieder hoch. Ich gehe nie wieder hoch da. Es fühlt sich ganz, ganz merkwürdig an, ne? Das ist der leichteste Sprung eigentlich in Minecraft, ne? Und wir. Ach, wirklich. Das ist ein sehr, sehr gutes Investment. Leute, die Blöcke, die werden mehr und mehr. Ich habe über einen Stack. Oh, das ist gut. Ist ehrlich richtig krass. Damit steht uns die Welt offen. Ich glaube, Holz sollte nicht mehr weit weg sein. 6-stündige, du verpasst es jetzt. Jetzt! Oh! 6 Stunden! 6 Stunden grinden mit Stegi und Basti und Dirt. Für die YouTube-Zuschauer, wir stehen hier und warten darauf, dass es Tag wird. Denn momentan, wenn wir dann nach oben gehen würden, würden wir da Phantom spawnen. Das heißt, wir werden gleich wieder nach oben gehen, die restlichen Dirtblöcke abbauen und dann geht unsere Reise weiter. Dann müssen wir uns einen neuen Ort aussuchen, denn dann haben wir mit fast 3, wahrscheinlich über 3 Stacks Dirt super viele Möglichkeiten. Und denke mal, dann wird auch Holz nicht mehr fern sein. Und dann machen wir eine Sache, die nicht unbedingt 6 Stunden hätte dauern müssen, aber wir wollten diesen Grind und haben uns diesen Weg ausgesucht. Gut, Stegi, was ist die aktuelle Ausbeute? Wie viel Dirt hast du dabei? 2 Stacks und 10 Blöcke. Ich habe 2 Stacks und 5, also dann haben wir zusammen 5 Stacks Dirt. 5 Stacks, Stegi. Das ist viel. Das ist richtig viel. Dann müsste man sich jetzt halt überlegen, wo geht es als nächstes hin? Wir brauchen als nächstes Holz und Essen. Was ist der nächste sinnvollste Step? Ich würde sagen, diese Birken hier oben, die sind schon mal krass theoretisch, ne? Und die sind gar nicht ultra weit weg. Ja, aber boah, die Birken da hinten in Richtung Nordosten, wie viel. Das sind halt viele, ne? Aber da würden wir momentan hinkommen, Stegi. Und wenn wir dann einmal da angekommen sind, dann sind wir fertig. Dann haben wir unendlich reproduzierbaren Stuff. Und guck mal daneben diese Dirt-Plattform an, die da in der Nähe ist. Wir würden uns ja auch in die Richtung der Dirt-Plattform bauen und die dann auch nochmal ausnehmen. Okay, ich geh vor, Bro. Oh, Digga, Stegi, ich hab so ein Scheißgefühl dabei, ne? Ich nicht. Oh, Digga, ich hab dazwischen so Angst gehabt. Alter, das ist so krass. 6,5 Stunden. Junge, ey. Stegi, wir sind kurz vor unseren ersten Leaves. Verstehst du das? Wir bekommen jetzt... Oh, die sind echt direkt dort. Ich dachte, die sind nochmal ein Stückchen weiter Bro, weg sogar. Das ist unser allererstes Holz. Auf geht's, Holz, Holz. Ich bin so ready für die ersten Leaves. Oh, wir können keinen Apfel bekommen. Aber, ja. Fortschritt, Fortschritt. Nach 6,5 Stunden, Leute. Es ist ein Traum. Abwechselnd jeder ein Leaf. Wir haben zwar noch weitere Leaves in der Umgebung, aber es wäre schon ein absoluter Traum, jetzt direkt hier ein Setzling zu bekommen. Okay, du darfst anfangen. Ich glaube, danach ist Block-Update und dann die spawnen die, ne? Aber mein erster. Alle. Was? Hab gewonnen. Was? Oh! Hä? WTF, hä? Wir haben es aber auch verdient, weißt du? Haben wir! Weil wir grinden! Alter, direkt anpflanzen, direkt anpflanzen. Stegi? Bro, wir haben, wir haben unendliche Blöcke und müssen nicht mehr wirklich ein Mathematikstudium abgeschlossen haben. Theoretisch, wir können jetzt auch wieder runter, Stein und Farm, alles machen. Bro, jetzt wir haben jetzt Holz, wir müssen jetzt nicht mehr die Holzsachen da oben abbauen. Das ist, es ist jetzt das krass. Man fühlt sich ein bisschen leer, aber ich baue jetzt auch gerade den ersten Holzblock ab. Nach 6,5
Stunden. Bro, es haben so viele geschrieben, nein, ey, WTF, den müsst ihr resetten, es ist nicht möglich. Es gibt für alles eine Lösung. Das man muss stimmt, sich dann ey. Halt nur dem Rätsel stellen und ein bisschen nachdenken. Und das ist halt, wenn sich der Grind auszahlt. Siehst du das hier? Ja, das ist schön. Das ist so, oh Gott, ist das alles schön. Nach getaner Arbeit. Du weißt gar nicht, wie gut sich das anfühlt, ne? Alter, das ist so schön. Stege, mein Guter. Ein frisch gebackenes Brot für dich. Dankeschön. Oh Gott. Oh. Guck mal einmal, guck einmal nach rechts. Oh, wie, das ist, aber, ist ein anderes, ne? Auf jeden Fall ein anderes. Das ist ein anderes. Wir haben 2 Skelettpferde, 1 Charge Creeper, natürlich gespawnt, und 3 Wandering Trader gehabt innerhalb von 7 Stunden. Unser erster Baum! Yeah! Oh, ist das schön. Ist das schön einfach. Es Komm rüber, hier ist ein Crafting Table. Noch ein und es regnet nicht mehr! Juhu. Noch ein! Day. Oder? Ja, ja. Och, ist das schön. Ist das schön. Es ist ein Traum, den wir gerade leben. Also du kannst dich erst richtig so freuen, wenn du halt wirklich so am Anfang so einen schwierigen Start hattest. Weißt du, das, was wir jetzt haben, jetzt erst recht zu schätzen. Steinspitzhacke, Steinaxt. Ich habe ein kleines Geschenk für dich. Ja, danke schön. Boah, unsere Basis, aber wie sie jetzt hier auch abgeht, guck mal, Fortschritt. Das ist traumhaft, das ist schön. Es ist ein Traum wirklich, also dieses Full-Stein-Equipment zu sehen, ne? Und zu wissen halt, es ist jetzt nicht mal so teuer quasi, sondern wir können es uns halt immer wieder kaufen mäßig. Ja.